Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland. Heute habe ich The Spirit of Dublin Teeling Whiskey Aquavit Cask Small Batch Collaboration. 46%, 700 Milliliter. Whiskey Base Nummer 190934. Das ist gefühlt eher ein holländisches Projekt gewesen, denn online sind das fast nur in holländische Shops unterwegs, irgendwo zwischen 44 € und 49 €. So, Aquavit. Wir haben hiermit zu tun mit einem Produkt aus Finnland. Und wenn man ganz genau schaut, es gibt auch denn hier auf diesem Fass, also diese Verpackung hier, dieses Emblem. Und auf diesem Emblem musste auch, nee, ist noch niemals auf der Flasche, schade. Kommen wir denn zu etwas, was OHD heißt, der Oslo Handverk Distillery. So, und dann geht man dahin und da findet man tatsächlich bei denen etwas, das heißt Aquavit. Und da haben wir tatsächlich damit zu tun mit einem Produkt, der in Finnland hergestellt wurde. Auch sehr, sehr, sehr gut. Die ganze Zeit sage ich Finnland. Ist Norwegen. Oslo ist Norwegen, Jason. Also, Norwegen. Und wow, das war echt ein richtiger hier Oslo, Norwegen. Ein Fehler. Ich lasse einfach mal drin. Dort in Norwegen. Und dieses Aquavit wurde mit Kartoffelschnaps hergestellt. Die produzieren selbst. Das ist der traditionelle Herstellungsweise. Und früher wurde, vor 500 Jahren, wurde der Aquavit benutzt aus Medizin dort in Norwegen. Und der Aquavit, Wasser des Lebens, wurde da schon mal damals produziert. Und die haben natürlich Wild- und Wiesenkräuter da drin benutzt. Und es gibt ein paar Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Erstens, wie ich sagte, es muss dann dort aus Kartoffelgeist hergestellt werden. Und zweitens, es muss in ein Fass gereift werden, diese Aquaviten. Und was nimmt man? Früher, vor 100 Jahren, hat man denn dort aufgesprühte Weinsorten genommen. Da habe ich keine Information gefunden, ob es Port oder Sherry, ob es denn Madeira war, ob es Marsala war. Egal. Heute nimmt man jetzt hier bei OHD, dort oben in Oslo, Norwegen, tatsächlich Ex-Bourbon-Fässer. So, man hat einen Bourbon-Fass genommen, das dann irgendwie hingebracht nach Norwegen. In Norwegen hat man denn dort tatsächlich für mindestens 18 Monate den Aquavit drin liegen lassen und dann nun dieses wiederbenutztes Fass Amerika, Norwegen nach Irland hingebracht. Dieses Wasser echt viel, viel weiter gesehen, viel Entfernung gesehen und hat dann hier auch diese Whisky da drin auch dann dort reifen lassen. Es ist echt eine echt schöne, interessante Geschichte jetzt hier. So, womit möchte ich es vergleichen? Wer meine Videos kennt, weiß, ich vergleiche beinahe immer. Und ich hole einfach ein Produkt raus vom Teeling. Ein Collaboration Small Batch Serie hier mit der Riesling Wein Cask. Auch 46% und diesmal vom Reichsrat von Bühl. Hier in Deutschland, der Grand Cru Edition. So, ich habe diesen Video 2021, glaube ich, in meinem Channel, könnte auch den Anfang dieses Jahres gewesen sein, auch denn dort verkostet. Und das ist schon eine Sache, was hier halbwegs gut ankam. So, das Erste. Wenn wir Irish Whiskey lesen, dann bedeutet das natürlich das Gleiche, wenn wir Scotch lesen. Scotch bedeutet einfach mal ein Destillat aus gemälzte Getreide. Ist noch nicht mal gemälzt, ist ein gemaischte Getreide Destillat. Und in diesem Fall ist es kein Single Malt. Das ist hier ein Irish Whiskey, ist ein Blend. Ist das 80% Grain, 60%, 30%? Nirgendwo wissen wir das. Die zweite Frage, die wir nicht genau wissen, leider bei Teeling ist momentan, woher kommt der Maltanteil? Kam der Maltanteil aus zum Beispiel Kuli-Reserven,
die Familie Teeling mit sich mitgebracht hatte, als sie das an Jim Beam verkauft hatte, später Beam Suntory. Ist das jetzt hier Destillat aus dem neuen Papa Distillery Great Northern, wo sie tatsächlich Grain und auch Single Malt produzieren können? Oder ist das eine Mischung aus Cooley aus dem Great Northern und auch Destillat aus der Brennerei in Dublin? Werden wir nie wissen. Zumindest werde ich wahrscheinlich das nie wissen können bei dieser Small Batch Collaboration. Ich finde es immer ein kleines bisschen undurchsichtig. Ich versuche meine Worte hier zu wählen. Mir ist das halbwegs schon wichtig zu wissen, wo ein Whisky herstammt. Ja, also bei Jameson weiß ich, es kommt denn da von Middleton, diese Anlage. Wenn ich etwas habe, ein Single Malt von Bushmills, weiß ich, es wurde dort oben in Nordirland in Bushmills Brennerei dort destilliert. Wenn ich allerdings Teeling lese, habe ich keine Ahnung. Noch nicht. Und das ist da etwas, was ich einfach schlecht finde. Und ich werde es wahrscheinlich nie wissen, gerade bei der Small Batch, weil in Dublin selbst können die kein Grain herstellen. Und das heißt, es wird immer eine Mischung aus deren eigenen Produkte, dreifach destilliert in Dublin, plus wahrscheinlich von Papas Distillery dort oben, Great Northern, Dundalk, eine Mischung zu sein. Aber es ist nicht notwendig, das auf irgendein Etikett oder auf irgendeine Verpackung draufzuschreiben. Und deshalb versucht man uns einfach aus Konsumenten, nenne ich uns in diesem Moment, einfach mal zu verkaufen. Alles käme denn da von Dublin. The Spirit of Dublin. Und das finde ich schade. Gut, eine lange, lange Vorrede jetzt hier. Ich trinke Aquavit selbst nicht. Und das Interessante, das Dritte sah, okay, erstens muss aus Kartoffeln der Spirituosen hergestellt werden. Zweitens muss in amerikanische Bourbonfässer gereicht werden. Das Dritte, Gewürz oder eine Würzmischung, was hier drin ist, Kümmel. Okay, ja, genau. Kümmel, Bourbon, Kartoffeln. Das macht diese osloisches, norwegisches Aquavit aus. Und diese Irish Whiskey wurde in diesem Fass gelagert. Jo. Kriege ich Kümmel in der Nase? Ich würde ja sagen. Ich muss, obwohl ich so viel gemeckert habe, einfach mal applaudieren Richtung Teeling für deren Experimentierfreudigkeit. Die suchen Alex dort, der Master Distiller, der Master Blender, der Amerikaner, der rüberging nach Irland und hat zusammen mit Stephen Teeling und seinem Bruder hier und mit dem Papa John Teeling dieses Experiment gewagt und hat gesagt: Mensch, wir wollen selbst in Dublin tatsächlich Whisky herstellen. Und die haben coole, coole, coole Reserven gehabt, auf denen sie aus denen sie schöpfen können. Die haben selbst gebrannt und jetzt mischen sie das darunter oder bringen sie auch ihre eigenen Sachen damit auch mit raus. Und die machen diese Collaborations. Es gab so viele Brauereien, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Es gibt so viele Weingut, was sie zusammengearbeitet haben. Die haben da oben in Oslo jetzt hier mit dieser neuen Brennerei 2016 gegründet, die Brennerei überhaupt. So, wenn ich es richtig hier sehe. Absolut, absolut, absolut. Hochachtung, viele Experimente gelingen, manche weniger. Und das ist auch wiederum die Frage, was mir schmeckt und was dir schmeckt. Ja, also Kümmel und Aquavit aus Norwegen, werde ich wahrscheinlich nie persönlich kaufen. Ein Riesling hier aus Deutschland, jo, doch eher. So, eine Nase. Boah, schon unterschiedlich. Also hier, also ich bleibe einfach mal, manchmal hat meine Frau auch auf ihre Kartoffeln, ihre Pellkartoffeln ein bisschen Kümmel mit reingelegt. Und da kriege ich diese leichte, leichte Kümmelmoment. Hier habe ich eher eine Süße, versuche einfach mal wie eine Traubenschorle ein bisschen darunter gemixt. Und da ist eine leichte Moment da drin, der mich
überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen hier herausfordert. Schlechte Frucht, Melone, Ananas vielleicht, Nektar, Honig, Nektarine, bisschen, genau, diese Kalk, diese Mineral. Also Riesling sind sehr mineralisch und ein bisschen hier in diesem Moment. Vielleicht ist das, was ich habe. 46, 46. Ich hoffe, irgendwo mal. Ich war hier am Schauen. Da irgendwo steht hier non-chilled filtered und irgendwo sollte ich hier sagen, kein Farbstoff. Aber ich finde es ehrlich gesagt hier drauf nicht. So, 46%. Das ist einfach mal Teeling, was sie das richtig machen. Gut, tschüss. Okay, wir nähern uns diesem Bereich von einem Whisky, der ich würde gar nicht wissen, dass es Whisky ist. Es sei denn, ich hätte es hier gelesen. Hätte jemand das gegeben und sagte, hier, Jason, hier ist ein Schnaps, der gebrannt wurde vom Bauern nebenan. Probier mal. Den hat er für 8 Monate in ein Fass reingelegt. Hätte ich gesagt, jo. So schmeckt er. Das war mein Kalibrierungswhisky. Das ist schon, es brennt immer noch. Da ist eine leichte Anis-Moment mit drin. Vielleicht verwechsel ich Anis mit Kümmel. Da ist eine Pfefflichkeit. Da ist eine Schärfe da drin. Von einem Whisky, der recht jung ist. Meine Vermutung, Vermutung, Verschwörungen, meine nicht belegte Hypothese ist, dass ein Teil davon nicht Kuli-Distillat ist, sondern ein Teil davon ist tatsächlich 3 Jahre alte Grain from Great Northern, was vielleicht super ist. Und vielleicht ein Teil davon ist denn 3 Jahre alte Single Malt von Dublin, mit dem ich bisher meine Probleme hatte. Es kann auch 4 Jahre alt sein, aber hier haben wir keine Angaben wegen Alter, also mindestens 3 Jahre alt. Und das haben sie einfach mal als Experiment hier in der Aquavit-Cask reingetan. Der Cask, diese Fass vom Aquavit, der prägt schon, der hat genug Einfluss gegeben. Aber wenn der Grunddistillat nicht eine gewisse Qualität mitbringt, wird dein Finish dieses Qualität nicht irgendwie ersetzen können. Und das ist, was ich hier habe. Also, ich habe ein nicht ganz so tolles Produkt in eine merkwürdige Fass, den ich nie hätte ausgesucht. Denn dort ist daraus ein Whisky geworden, den ich nicht mal als Whisky erkenne. Was ist der Geschmack hier aus Note? Einen sechsten. Warum wurde dieses Zeug überhaupt hergestellt? Ugh. Wow, ist der schlecht. Ugh. Ich habe Mundspülungen gehabt beim Zahnarzt, die viel besser geschmeckt haben als das hier. Ugh. Ihr kennt das. Mein Zahnarzt jetzt hier mit Covid und so weiter, muss man da 30 Sekunden oder 60 Sekunden, wie auch immer, immer ausspülen, ausspülen, ausspülen. Dann dürfte man dann da vom Zahnarzt vielleicht aufgesucht werden. Oh, nee. Das würde ich noch niemals geschenkt haben wollen. Preis-Leistung, sorry. Trotz seiner 40 bis 50 € 6. Wir werden hier keine Freunde werden. Dennoch applaudiere ich diese wagmutige Moment, einfach mal Experimente zu machen. Die Frage ist, was macht man als Hersteller, wenn man merkt, ups, füllt man es trotzdem ab? Jemand hat gesagt, du hast nur einmal jetzt die Möglichkeit, deinen Ruf einfach mal aufzubauen. Nun, Teeling ist schon gefühlt 10 Jahren dabei und die haben schon einen Ruf. Die können wirklich hier eine
niederländische Exklusivprodukt einfach auf den Markt schmeißen als Experiment und sagen, oh, wir wissen selbst, dass es anders ist. Es wird bestimmt ein paar Liebhaber finden, aber ach, muss nicht jeder mögen. Tada! Im Gegensatz dazu, einen Moment, ach, Mundspülung ist nötig, haben wir hier unser Riesling. Also wirklich dieser mineralische Moment habe ich da drin. Es ist wie ein bisschen übergegorenes Apfelsaft, nicht Apfelsaft, Ananassaft, Apo, ja genau, Pineapple, Ananassaft, ein bisschen leicht vergorenes. Ja, auch nicht mein Lieblingswhisky der Welt. Vieles, was hinter mir ist aus Irland, würde ich wirklich, wirklich, wirklich lieber haben als das. Der Riesling-Moment kommt. Ich muss schon sagen, die machen das schon richtig. Der Einfluss von diesen Finishing-Fässern sind gegeben, ohne zu stark zu sein, aber gut deutlich dabei. Es gibt Leute, die diesen Whisky hier lieben. Ich finde ihn okay. Ja, drei. Preis-Leistung. Drei. Probieren, bevor man denn eine ganze Flasche kauft, meiner Meinung nach. So viel von da aus als von da. So, Frage des Tages. Zweifach. Erstens, welches Teeling-Produkt gefällt dir euch am besten? Easy, wer weiß. Die haben Sachen Black Pit, ein rauchiger Whisky, selbst produziert mit Sauternen Cask Finish. Muss man mögen, aber kann auch ganz gut sein. Nicht mein Lieblingsprodukt. Schauen wir mal, was mein Lieblingsprodukt sein wird von Teeling. Und die zweite Frage ist, welche war der ungewöhnlichste und in diesem Fall vielleicht schlechteste Finish, den ihr jemals hattet? Das gehört vielleicht für mich in meine Top 10 schlechtesten Whiskys. Also wenn es einen Flop gibt im Jahr 2022, gehört der Aquavit. Teeling Small Batch Collaboration eindeutig da rein. Whisky Jason hier, liken, abonnieren, vielleicht Teil meiner Flaschenteilungsgruppe sein. Dort wurde die Flasche und die Flasche verteilt. Und wir sehen uns jeden Tag hier 17:30 Uhr, beziehungsweise Sonntagabend 21 Uhr zum Livestream mit einem Gast, wo wir Interaktion haben können im Chat und miteinander. Einfach, ich freue mich, mit euch unterwegs zu sein. Bis dahin, ciao.